Und Jasmin, kannst du die Einbrecher sehen? Nee, leider kommt hier keiner. Keiner da, Jasmin? Nee, schade. Muss mal Mausezeichen machen, vielleicht hilft das ja. Dreimal lang, dreimal kurzes SOS. Nee, will ich nicht. Mehr kann ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. So, wir wollten ja draußen bauen. Jasmin und ich quatschen hier schon wieder Blödsinn. Jasmin hat angefangen. Ja, ich glaube, wir sind uns... Wir können das ja demokratisch festhalten, ja? Wir stimmen jetzt einfach ab, wer angefangen hat. Ich sage du und du hast nur eine halbe Stimme und sagst ich, also hast du angefangen. Du hast angefangen. Ah, stimmt, da war ja was. Wenn ich hier gegenüber diesen Flammenwerfer, ich weiß ja nicht, ob meine Hütte brennt denn. Warum haben wir hier oben eigentlich keine Fackeln, ey? Weil wir es nicht nötig haben. Doch, das ist voll dunkel, wenn man keine Taschenlampe hat. Freunde, Stofffetzen, Tierfett. Muss der irgendwie geladen werden? Ja, der sagt bei mir unten rechts 0 von 0. Was denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Ja, irgendwie spinnt das. Dieser Flammenwerfer-Dings hier, der braucht noch irgendwas, damit der feuern kann, aber ich kann es nicht zuordnen. Zerlegen, fallen lassen, verändern. Du kannst Mods reinmachen. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich habe den zerlegt. Diese Vorrichtung kann wie eine Waffe abgefeuert und nachgeladen werden. Schrottgeschützturm-Munition. Kann mit der sekundären Aktion auf dem Boden stationiert werden. Kann mit einem Reparaturkit repariert werden. Kann zu Robotikteilen zerlegt werden. Also Schrottgeschützturm-Munition. Zeigt er mir gar nichts an. Hier, Fackel noch mal ran. Munition. Du? Ah, hier. Bitte. Rechte Maustaste. Wie mache ich die? Drei Eisen. Aber warum? Das nicht. Das kann ich Robotik-Geschützturm-Munition. Ah, jetzt. Oh nein, so wollte ich das nicht machen. Drei Eisen. Herbert! Haben wir noch drei Eisen? Ich weiß nicht, wie viel braucht man. Das ist viel schöner mit Licht hier. Was ist das für ein Geräusch? Ich mach jetzt mal so. Und mach mal. Ich mach mal 20 erstmal. Die kann ich jetzt alle da reinsetzen? Oder wie funktioniert das? Einfache Munition für einen Robotik-Geschützturm zusammengeschustert aus Alteisen. Cool. Hörst du auch immer dieses? Nee. Da gehen. Okay. So. Das sieht voll komisch an, wenn ich das. Ich bin mal gespannt, wie viel in einen so einen Turm reingeht. Oh, 44? Wie cool ist das denn? Passen. Was ist das? Ja, mach das nicht hier drinne. Guck mal, das ist gar kein Flammenwerfer.
Eisenbeißer. Jetzt siehst du aus wie der Bösewicht aus James Bond. Hör auf mich zu hauen, Jasmin. Zombies heute. Genau, lockt die mal alle her. Ah, 64 ist Max. Okay, wenn ich den hier... Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die den Kasten kaputt machen, ne? Kann passieren. Kommt halt keiner, ne? Meinst du, ich sollte den in so eine Art Käfig einbauen? Mach doch. Bringt das was? Aber schießt er denn nicht den Käfig kaputt? Hm. Ich... Boah. Ja, ich meine so mit Gitterstäben. Wo ist der zweite? Ach, ich hab nur... ich bin ja auch ein Held. Ich hab nur einen, aber der ist auf Stufe 2. Gottes Willen. Boah, bin ich hier safe, ne? Ich hab mal ein bisschen Verband hergestellt. Aber wieso hatten die Wand jetzt 1500 HP? Hä, wo bist du denn jetzt? Nee, warte mal, das ist viel zu hoch. Oh, jetzt kann ich es nicht reparieren, ich Idiot. Ich bin so doof, Jasmin. Ich bin so doof. Ja, aber geht relativ schnell. Brauche ich hier auch richtig ab? Ja, ne, ist relativ mittig, oder? Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, passt der überhaupt in dieses Loch rein? Finden wir es raus. In einer weiteren Episode passt der überhaupt in das Loch rein. Achso, ich habe ihn ja hier hingestellt. Er passt nicht. Er würde dahinter passen. Wenn ich hier Dreiecksformen reinsetze, geht das auch nicht, weil die als ganzer Block gelten. Wenn ich den da hinten hinsetze, weiß ich nicht, ob der bis hier vorne schießt. Den hier nochmal wegnehmen. Hier ist ja immer noch Holzboden. So. Was machst du da, Jasmin? Ich gucke. In die Ferne. Hm. Mit tiefsinnigem Blick. Ja, aber ich dachte, hier kommen noch ein paar Zombies heute, aber hier kommt nichts. Zombies. Ich will jetzt auch nicht rausgehen, weil ich bin schon bei 72% infiziert. Dann ist doch egal, wenn du stirbst. Ja, aber mein ganzes Hab und Gut. Ist doch egal, wenn es weg ist. Nein, ist es nicht. Oh, dann habe ich da was verwechselt. Ja, hast du wohl. Ich brauche nochmal drei Rahmen. Formen. Wenn das. Formen. Ja, wenn das nicht zu viel verlangt ist, bitte. Hä? Mach doch. So. Das würde ich jetzt gern einmal aufwerten. Und eigentlich würde ich das auch gerne zu Stein machen.
Ein bisschen Pflasterstein haben wir ja noch, ne? Dafür soll es reichen. Das reicht für mehr, oder? Einmal den da. Da an den. Oh, nein. An den komme ich nicht ran. So. Wir wollen das im Nachgang auch wieder befüllen können. Das heißt, das muss eine Tür wieder mit rein. Dann hat der Breite von. Was machst denn du da? Bunker? Nö. Ich hoffe, das hält auch alles, was du da machst. Ich hab keine Ahnung. Toll, Patrick. Ich bin Ingenieur, Jasmin. Was soll da passieren? Hätte ich den vielleicht einen höher setzen sollen, damit der auf Kopfhöhe schießt? Aber so liegen die auf dem Boden, ne? Denn wenn die da runterfallen, sind sie ja erstmal unten. Ja, vielleicht kann ich ja nochmal einen finden. Meinst nicht? Gut, dann kann ich das vielleicht nicht. So, das haben wir auch aufgewertet. Dann schippe ich hier mal noch einen in eine Breite. In die Breite. Weil so ist mir das okay, ein bisschen wieder? Zu beengt, aber so wäre ja. Wieso kommt denn jetzt hier wieder? Gewitter? Ja, warum? Jetzt habe ich schon gebuddelt. Kommen die bei Regen eigentlich auch eher oder nicht so? Du meinst jetzt also wetterabhängig generell? Das kann ich dir gar nicht sagen. Warum nicht? Weil es dich nichts angeht, Jasmin. Datenschutz. Datenschutz. Fürs Wohl der Zombies. Ja. Zombies sind auch Menschen, Jasmin. Die haben auch Rechte. Welche denn? Das Recht zu sterben. Schon wieder. Kommt ja keiner. Ich weiß halt nicht, ob das geil ist, was ich hier mache. So ist mir kalt. Ist hier irgendwo ein Loch? Hä? Wir haben überall nur Gitter vor den Fenstern. Nein, weil ich nicht da... Hier ist keine Klappe zu. Ich habe doch hier eine Klappe vor oben drauf gehabt. Wo meinst du? Wenn du oben zum Gewächshaus gehst. Habe ich die nicht weggenommen, weil die doof war? Nee, eigentlich war die nicht doof. Hat die nicht gestört beim Hochgehen? Nee, klar, jetzt habe ich doch die Leiter bis ganz oben gemacht. Ja, aber das war doof. Hier wird alles nass. Ganze Boden. So egal. Das ist Eiche, ja? Die wird erst richtig hart, wenn sie einmal nass gewesen ist. Ja, ja, Patrick. Ja, ja, Patrick. Ja, ja. Du quatschst hier schon. So. Ein Dach vielleicht noch ein höher. Da steht ja sogar bei euch auf der Packung oft länger gut. Wenn ich das so baue, wie ich das möchte, ne, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Schubser die dass Zombies... Das zusammenbricht. Nee, dass der Schubser oben die Zombies hier auf
die Decke schubsen würde und dann würden die ja anders versuchen reinzukommen. Hm. Nee, gar nicht. Wir haben ja das Gitter da oben erhöht. Solange die das nicht kaputt machen sollte. Wieso ist denn jetzt schon wieder? Gewitter! Ja. Das ist ja doof, ne? Ganz schön eng hier. Nö, machen wir doch einen höher. Ja. Dann mache ich die Hütte hier unten erstmal aus Holz. Ja, ne? Gehört jetzt nicht zu dem wichtigen Bauteil hier. So, das ist auch fertig, das Essen. Dann kann man das wieder aus. Ich muss einmal wegsortieren. Ich habe kein Holz mehr, Jasmin. Hm. Und ich komme die Leiter nicht hoch. Hm. Ich bin 100% Regenschirm. Umbrella. Hm. Ella. Ist schuld. Wolltest du hier eigentlich auch noch irgendwie was vormachen? Nee, wa? Ich weiß jetzt nicht, wo hier ist. Ich bin gerade runtergesprungen. Ja, da, wo du gerade rausgegangen bist hier. Meinst du jetzt die Tür per se oder das Geländer und so? Ja, alles so ein bisschen. Wollte ich erstmal noch so lassen, weil ich nicht weiß, wo die Reise hingeht. Wo soll die Reise denn hingehen? Ganz genau. Wir bleiben ja wohl hier. Das weiß ich auch nicht. Nee, so meine ich das nicht. Wie wir uns hier weiter ausbauen. Kann auch sein, dass das hier voll die Kacke ist. Und sich das später herausstellt, dass das voll die Kacke ist, was ich hier mache. Und wir denn wieder umbauen. Also wartest du, dass das wieder zusammenkracht? Nein, wegen Zombies meine ich jetzt. Ich warte einen Blutmond ab, guck, was passiert. Und ich habe halt Angst, dass die versuchen werden, hier drüber raufzukommen. Weil das so dicht am Hauptgebäude ist. Sollte das vielleicht doch in Stein aufwerten? Ja. Wieso baue ich hier überhaupt so einen Klotz rum? Weiß es nicht, Patrick. Ich auch. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Die greifen das Geschütz ja eigentlich nicht an. Das ist da im Loch. Und nachfüllen kann ich den doch auch von hier, ne? Platzieren auch. Ich reiß das mal wieder ab, ne? Ja, das war eine Langeweile haben, ey. Nee, das war eine dumme Idee. Das gefällt mir nicht. Ich habe Angst, dass die hier rauffallen. Warum auch immer. Und dann von dort aus versuchen reinzukommen. Dann sind wir nämlich am. Ja. Am da, wo die Sonne nicht scheint. Jasmin. Regnet ja immer noch voll dolle. Warum regnet denn das so? Brauchen wir zum Holzhacken Kaffee. Was war noch gut für Ausdauer? Kaffee und? Diese komische Dose da auch. Aber da haben wir, glaube ich, nur eine von. Ah, warte mal. Ich will mal gucken, ob man die herstellen kann. Ja. Geh mal raus da. Warte, ich nehme mir kurz 5 Kaffee. Ich will mal gucken, ob man die auch herstellen kann. Kann man das überhaupt gucken? Wenn du die anklickst und dann auf W mit Rezepte,
Ne, hier steht nur nehmen, benutzen, verlegen. Also, dann können wir die nicht herstellen, ne? Weiß ich nicht. Wie heißt die denn? Steht das da? Ah ja, warte, das wollte ich gerade gucken. Ich will gleich mal gucken dann. Ah, ja, ist das nicht schön. Wir bauen auf, wir reißen ab. Und das im Sekundentakt. Ich habe auch wieder einen Punkt gekriegt. Investieren wollte ich den... Ich könnte hier... Batterien selber herstellen, Motorradteile, Öl. Den Bohrer muss ich finden. An so ein Kühldings herstellen für Getränke. Ich meine, damit wären wir schon mal erstmal schneller, ne? Dann wäre das hier vielleicht wichtiger. Oh. Hm? Könnte, man kann sogar hier so ein Getränkekühler herstellen. Gut, ne? Du meinst Getränkekühler? So ein Gefrierschrank, also so ein Kühlschrank, wo wir auch mal looten. Ja, ja, diese Kühlschränke. Geil. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber nee, ist glaube ich nur Deko. Das sieht nur schick aus. Hier steht Möbel lassen, deine Wohnstadt doof nett aussehen, haben aber nur geringen Verteidigungsnutzen. Also ist das nur so ein... Ah, okay. Getränk kann man nicht herstellen. Was ich jetzt hier suche. Ach ja, Jasmin. Ja, wir müssen auch... Oh, ich bin so ein cooler Typ. Oh, ich höre einen Zombie. Wir können sogar Bodendosenminen herstellen. Bodendosenminen? Ja, habe ich gerade mal geguckt, aber ich habe einen Zombie gehört. Ich gehe gucken, wo ist der? Hä? Eben einer. Hast du den schon tot gemacht? Nö, ich habe hier noch keinen getroffen. Hier hat eben gerade einer gemacht. Vielleicht ein Zombie? Ja. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Und vielleicht braucht er eine Weile, bis er hochkommt. Oder er hat uns noch nicht bemerkt. Den hört es gerade auch nicht. Ich höre ihn leise, aber... Er wandert bestimmt weg. Och, Menno, warum macht er das? Der Kaffee hilft kaum noch, meine Ausdauer richtig zu regenerieren, weil ich so dolle infiziert bin. Ja. Jasmin, es geht zu Ende mit mir. Ich habe meine beste Zeit hinter mir gelassen. Ich bin schon bei 75... Wenn ich von dieser Welt gehe, ah, da sollst du meine Lieblingssocke bekommen. Sieht aus wie eine Kackwurst. Na gut, wir könnten aufwerten. Wir könnten. Könnt die andere Seite noch hier? Wollte ich auch noch so einen Weg machen? Wo sind die jetzt hin? Warum hauten die ab?
Wo ist sie denn? Das. Da hinten. Wo ist da? Ach ja, hier den Berg hoch, ne? Treff sie einfach nicht. Er ist aber nicht nur eine. Ich glaube, da ist noch irgendwo ein anderer, oder? Das ist eine Schreierin! Das ist eine Schreierin! Kacke, ich komm zurück! Ich hab keine Ausdauer mehr! Kommt doch noch keiner. Hat die nicht geschrien? Die hat doch geschrien eben, so. Doch, aber kommt doch keiner. Hättest sie mal länger schreien lassen, dann hätten wir jetzt gleich mal ein bisschen Spaß gehabt. Ich hatte gerade Panik, weil ich hatte keine Ausdauer. Es hat gerade so für den Schlag gereicht. Toll. Da habe ich uns aber schön die Action versaut, ne? Ja. Nee, oder? Doch. Toll. Ja. Mann, ey. Das habe ich gut gemacht. Ich habe mich schon gefreut. Geh doch zum Shotgun, Messias. Da sind auch so ein, zwei Zombies. Da gibt's gute Action. Für gutes Geld. Oh, dachte, ich bin raus. Nö, bei mir steht... Wieso kriege ich die Benachrichtigung? Bist du noch im Spiel? Ja. Ja, ja. Nächstes Mal muss ich das Kabel ranmachen wieder, glaube ich. Headset? Ich finde zur Zeit ist... Leppi. Nee. Hm. Ich finde zur Zeit ist sowieso mein Internet auch am Handy total schlecht. Hm. Also das normale Internet, ne? Nee, ist wirklich. Haben wir auch nicht. Ist aber wirklich so, du hast mal richtig geiles Internet und nächsten Tag hast du wieder absolute 90er-Leitung. Also Zeit ist kacke. Das ist ja wie mit den AOL-WLAN-Routern, weißt du? So den einen Tag hast du Highspeed-Internet aus der heutigen Zeit und nächsten Tag hörst du weil sich der Router mit dem Internet verbindet und keiner mehr anrufen kann. Wie nochmal? Habt ihr früher Internet gehabt? So. Ja, wie nochmal? Ja, so wie ich gemacht habe. So. Weißt du? Was? Wie? Ja, ist doch scheißegal jetzt. Nee, wie war das nochmal? Ist doch scheißegal. Habt ihr Internet gehabt früher? Ja, aber wie hast du das? Haben wir kein Klebeband mehr? Nee, habe ich leer gemacht. Muss neues machen. Kleber und Lumpen. Wie mache ich das? Wo denn? Kleber ist in der Kiste. Über Feuer? Nee, kannst du eine Tasche machen. Hattet ihr jetzt einen Router? Immer noch, ja. Hattet ihr AOL? Ich glaube. Jeder hatte damals AOL. Ob das E-Mail-Adresse war, Router, alle hatten AOL. Bis auf wir. Wir hatten so einen richtig geilen Highspeed, Ich muss schon bei Highspeed lachen. Wir hatten so einen richtig geilen Router. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Marke war, aber der war nicht geil. Dann hast du immer Ärger gekriegt, so alle Stunde sollst du aus dem Internet raus, falls jemand angerufen hat. Was ja auch voll Quatsch ist, weil nur weil du jetzt einmal aus dem Internet gehst, klingelt ja nicht direkt das Telefon so, endlich ist die Leitung frei. Ich versuche schon seit 1,5 Stunden dich anzurufen. Ja, okay. Denn das virenverseuchte ICQ. Ja, das hat ja jeder gehabt. Ja, und jeder Rechner ist mit dem Beginn von ICQ abgeschmiert. Und knuddelt's. /kiss-nickname. Ja, knuddelt's, ey. Das sind nur Perverse gewesen. Weiß ich nicht. Also ich hatte da kein Glück mit Frauen. Ich habe immer gefragt, aber die wollten nicht. Von den Perversen habe ich immer nur von den Mädchen gehört. Oh, Schießbruder Wolf 4. Einen Moment, 2, 3, 4. Alles im Anbau.
Ich fertige uns mal hier so eine Bonbon-Dosenmine. Schön für dich. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Hä? Konzentriert hier. Konzentriert. Verband habe ich hergestellt. Pat kommt wieder zurück zu Patrick. Oh, da kommt noch einer. Einer? Ja, jetzt komm. Ja, geil. Warte, 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 ich will unten die Klingenfalle anmachen. Endlich wird's lustig. Ja, ja, ich will die Klingenfalle anmachen. Wo denn? Kommen die alle hoch? Ja, wenn du nach oben gehst, kommen die alle hoch. Hier kommt Schreier. Jasmin, geh da weg, sonst kommen die da an die Wand. Du musst ja nach oben. Ja, Mann, ich komm doch schon. Jasmin, die Zeit rennt. Das ist doch voll langweilig sonst. Ich will mal gucken. Was rennt denn? Ja, du, Hauptsache du. Nein, wenn du da am, wenn du hier am Rand stehst, dann kloppen die Wand ein. Ich weiß, ich wollte trotzdem einen Pfeil losschießen. Ja, jetzt kommt hier keiner. Das Haus einstürzen lassen, meinst du? Da habe ich noch ein bisschen Angst. Du hast ja vor. Gesagt, du hast es gut gebaut. Ja, aber da habe ich noch so ein bisschen Bedenken. Traust dir selber nicht. Kommt da jetzt mal einer? Warte. Oh. Okay, die ist an der Klingenfalle recht schnell gestorben. Ich wollte auch mal diesen... Schade, dass man dafür keine Punkte kriegt, ne? Aber jetzt macht er die ganze Zeit die Dinger hier platt. Zombies? Ja. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Kommen da noch welche? Ja, weil die Musik ist noch nicht weg. Schießt ja gerade auf meine Klingenfalle. Da ist noch einer, ne? Ja. Das hat mir nicht gefallen, was die hier vorhatte. War das jetzt nur, weil ich da drauf stand? Dass die hier gegen die Wand geprügelt hat? Das war's? Da hat sich das Hochkommen ja gar nicht gelohnt. Hat die hier gegengeschlagen wegen dem Geschütz oder hat die hier gegengeschlagen, weil ich auf der Mauer war? Oder ist das Loch schuld? Wahrscheinlich das Loch. Meinst du, das würde ihr ja keinen Vorteil bringen? Weil sie kommt ja dann trotzdem nicht hoch. Ich hab geantwortet. Ist ja nicht, Jasmin. Ob das so richtig ist. Jo. Ein bisschen Bowie. Habe ich noch genug? Oh ja. So, und dann würde ich hier noch einen kleinen Durchgang machen, ja? Damit die auf beiden Seiten raus können. Macht keinen Sinn, aber... Macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Ne? Pass auf, ich lasse den Weg erstmal wegen der Optik. Aber da jetzt ein Durchgang ist, macht eigentlich doch keinen Sinn. Weil die nutzen den anderen ja. Denn hier weiter? Leg hier mal eine Falle hin. Ach so, die habe ich noch oben. Ah, toll. Das ist gut. Warum? Nur so?
Ich wollte dir diese Bombe mal hier. Das an dem. Gut, aber hier sieht es nicht so aus, als wenn hier Schaden passiert ist. Hier ein bisschen. Das ist ja ein Ding, ne? Das ist ja eine Wucht. Ein Ding der Unmöglichkeit, oh. So, dann können wir letztendlich... Alter, ist das ein klotziges Ding. Aber dann können wir hier noch später anbauen eigentlich. Ein bisschen vergrößern. Jo, aber ich brauche noch ein Auto, denn ich brauche noch Motoren. Zwei Stück. Hm. Und noch ein paar Autos abbauen. Sammeln wir. Ja. Aber ja, wo haben wir denn noch Autos hier in der Nähe? Hier, ja. Entweder hier bei Bobs Café wäre eine Möglichkeit oder in diesem... Oder? Hier hinten, oder nicht? Am Laden, ne? Am Klamottenladen. Müssten ja auch noch welche sein. Aber das werde ich diese Folge nicht mehr schaffen, Jasmin. Nee. Nee. Der Weg ist zu weit. Und wir brauchen mal mehr Pilze, ne? Optimalerweise. Ja, wo kriegt man die denn? Ich baue die ganze Zeit ab und an. So, wir können die natürlich auch ohne Blumenkübel, aber das würde ich doof finden, wenn wir die an eine Wand schmeißen. Ist doch doof, oder? An der Wand schmeißen? Ich habe gar keinen Kürbis mehr eingepflanzt. Außerdem haben wir jetzt hier so ein großes Dach hier. Na, die Pilze kannst du auch an eine Wand anbauen. Also die kannst du irgendwo hinschmeißen. Schimmelpilze. Fußpilz, Jasmin. Fußpilz. Ah. Delikater Fußpilz. Was denn? Ah, ich habe nur 100 Hülsen. Ja. Ich will noch mal gucken, wenn ich Patronenhülsen mache. Alter, da geht ja richtig Messing drauf. Messing. Ups. Das stoppt doch den Schornstein. So, hier ist das im Gange. Hier sind noch die... Wir haben doch noch... hier ist gar keine Kiste mehr. Wo hab ich denn die... Ich hatte doch noch Beete gehabt, oder? Die ich nicht verbaut habe. Soll ich das wissen? Weißt du das, Jasmin? Aha! So, und Mann. Die Pilze müssen erst wieder erntereif werden, damit wir wieder neue pflanzen können. Oh, ich habe einmal Pilz kann ich pflanzen. Das nehmen wir mal mit. Uhu.
So, erstmal machen wir hier den Kürbis. Das waren 5 Felder, ne? 1, 2, 3, 4. Na egal. Das kommt noch. In ferner Zukunft. Ich hätte gerne diese Stimme. Kennst du den Typen noch vom Discovery Channel? Hier, der die ganzen Doku spricht? Und wenn der Komet auf die Erde prallt. Weißt du, welchen ich meine? Ich hätte auch gern so eine Stimme. Ja, am Rand vielleicht. Wir können hier auch noch ein Dach rübersetzen später. Uns verbreitern. In beide Richtungen. Ich will keinen Honig mehr. Finde ich nicht. Vielleicht erstmal hier. So, wunderschön. Heidelbeerpflanze. Bringt uns gar keine Samen. Aber mal so gar nicht. Was bringt keine Samen? Die Heidelbeerpflanze, die hat uns keine Samen gebracht. Nee? Nee. So. Einmal die Taschen aussortieren. Alter, mein Spiel hakt. Jetzt standen die auf einmal vor mir hier, die Zombies, ich hätte das doch oben auch einschmelzen können. Wo bist du denn? Cool, ich habe ein Lootbag gekriegt. Von der. Was habe ich denn gekriegt? Essen, Bergbauhelm und noch einmal Messing-Trophäe. Ist gut. Messing aber ist gut. Voll cool. Ja, eine aber nur. Wo treibst du dich denn rum? Weiß ich nicht, ich laufe. Honigsuche. Honigsuche? Ja, aber ich finde hier keinen Baumstamm, nix. Und dann waren da gerade 2 Zombies. Jasmin? Ja. Wir sind bei 43 Minuten. Oh, schon wieder? Ich kann von hier Bobs Café sehen. Bob. Bob. Sag Hallo Bob. Hallo Bob. Ja. Ich liebe, cooler Film, ja, ich liebe ihn. Ich liebe, aber ich finde auch Hotel Transylvanien ist einer der wenigen Filme, der ein Mehrteiler ist, wo aber wirklich jeder Teil geil ist. Mhm. Also ich finde, jeder Teil hat so seinen eigenen Flair, aber die sind alle 3 geil geworden. Ja. So ganz selten. Sonst hast du meistens entweder ist der erste gut oder der erste war kacke, dann ist der zweite gut, aber nur weil der erste so enttäuschend war, aus Neugier hast du den zweiten geguckt. Weiß nicht, du bist ganz oft. Was mich auch richtig enttäuscht hat, war Jurassic Park. Jurassic World. Der erste war noch ganz cool, der zweite war. Und der dritte. Ja, so viele Dinos wie noch nie gezeigt und. Alles schön und gut, aber die Story hat mich extrem enttäuscht, weil ich unter dem Titel was komplett anderes erwartet habe. Dann habe ich geweint. Ja, das stimmt. Und dann habe ich nochmal geweint, weil du gesagt hast, die Dinos sind animiert und nicht echt. Ich war der Meinung, die filmen das mit echten Schauspieler-Dinos, so wie es auch Schauspiel-Löwen gibt. Und Affen und Hunde. Ja.
Aber scheinbar sind Dinosaurier wieder die Ausnahme. Dann wird das nichts mit meinem hauseigenen T-Rex. So, ich würde sagen, wir beenden die Folge, war Jasmin? Ich esse jetzt hier das einfach. Jasmin, du kannst das nicht einfach essen. Doch. Du musst an unser aller Zukunft denken. Was wird aus dem Volk? So, ich verabschiede mich aber auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen. Schaltet wieder ein. Lasst gerne mal ein Like da. Bis dann, mach's gut. Ciao.